MapDraft ist zu sehen. Den Map-Command werde ich mal erst updaten, wenn er durch ist. Es geht los. Edgar's Home Map, Dobby. Was wird sein? Meyert? Oder von. Ja, Ja, guck, da ist wurde es. von schon, war ja anscheinend schon klar. Wurde er von Shibby selbst schon gesagt. Sehr Und Shibby gespannt. mit Bypass, ah, Bypass. interessant, okay. Okay. Hätte ich nicht erwartet, bin ich auch ehrlich. Jetzt wird es ja noch spannend, welche Map bleibt drinnen? Jetzt wird nur noch gebannt. Auch eine Besonderheit, sage ich Abgesehen, es mal. wird ein Arab. Ich habe gesehen, es wird ein Arab, weil damit sind halt die Leute immer. Sind sie komfortabel, so meinst du? Dass sie also, Ja, da es, wissen sie, wenn du halt was nicht selber, wenn kommt. du nicht denkst, dass du der deutlich schlechter als dass du entweder halt Arab hast oder halt der deutlich schlechtere Spieler gelandet bist, so dann. Okay, Das Eldorado, Golden heißt. Swamp, die ganzen Gold in der Mitte Map, Silk Road, alle gebannt. Habub. Wer sieht, das wird Arab, ich bin mir sicher. Okay, ich tippe schon mal ein. Maps. Edit kommen. Maps. Okachina, Arena. Huacachina gebannt. Desaster, muss ich sagen. Erste Map. Ich tipp schon mal Arabien. Jetzt wird auf jeden Fall Sacred Springs gebannt, da bin ich mir ziemlich sicher. Meinst du, Shibi will das nicht spielen? Ja, ist halt auch, ich weiß nicht, wenn du den Habub bannst, kann ich auch, also. Ja, okay, ja, stimmt. Arabia! Oh, da wäre ich echt nicht gedacht. Ich dachte, Dann muss Arabia ich das nochmal bannen. wegtippen hier. Was haben Jetzt wir bin denn ich noch gespannt. offen? Jetzt haben wir noch Sacred Atacama? Springs, Enclosed und Atacama. Ja. Arena weg. Okay. Arena hat ja auch noch. Ist ja auch so eine Map, auf der die Leute sich wohlfühlen. So, Shibi hat jetzt quasi die Wahl, welche Maps überlässt er dem Gegner. Und Edgar darf dann aussuchen. Chibi scheint's. Enclosed ist raus, Enclosed, okay. das heißt, wir haben jetzt Atacama und. Sacred Springs, oder? Ja, genau. Ja. Okay. Ich hoffe auch auf Sacred Springs, Mann. Ich hatte Lust auf Atacama, muss ich sagen. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Weder in einem Showmatch noch, ich meine, klar, in der Serie. Das ist die erste Serie des Turniers. Da haben wir es logischerweise auch noch nicht gesehen. Hat erlaubt der Nightbot sich. Ja, einfach von Ja, so. Edgar. Wir sehen Atacama. Nice. I Atacama. like. Oh, nimmt das. Atacame. Das sehen wir. Ah, nee, hier ist richtig. Hier steht Atacama. Ja, Ja, ich hätte gut. mich halt in dem einen einfach vertippt Ja. haben. Sorry. Macht nichts. Also. Hätte man ja auch mal drüber lesen können. Edgar unantastbar. Oh, oh boy. Okay, also wir Genauso wie in sehen manchen Brackets, dass als einem dann. First Map Atacama, dann Mayat oder Bypass und dann Bypass oder Mayat. Ganz einfach. So, und da haben wir auch schon den Sifdraft-Link. Danke, Shibi, nochmal an der Stelle. Wo ist Dobby? Hier. Hallo. Hallo, da ist er. Edit, com, draft. So, für Atacama kann man ja auch relativ klassische Sifs eigentlich nehmen. Erster Bann ist Berber. Petra fällt mir Litauer, Litauer sind dann Hans. natürlich auch super gut. Hans, Bulgaren vielleicht auch. Haben wir bei den Pros auch mal Ja, gesehen. Bulgaren kann man spielen. Ja, Franken kann man spielen. Japaner wäre noch für mich, was sehr weit vorne ist, weil du hast ein gutes CA und ein gutes Wasser. Ja. Und ein gutes Feudal Game. Ja, also ich denke mal, Japaner sind auf jeden Fall noch weit vorne. Und danach kannst du halt gucken, du kannst auch wilde Sachen spielen. So. Also Sizilianer kannst du noch spielen, Kelten kannst du spielen, wenn du es drauf anlegst. So. Mit Mad Arm, Full Tower halt. Ja, stimmt. Polen halt. Mad Arm Tower ist auch sehr strong, weil es sehr um die Mitte geht. Wir sehen jetzt die ersten Bans, Berber und Perser. Perser wundert mich etwas, muss ich sagen. Berber kann man immer bannen, glaube ich. Erstmal Also. weiß ich auch, wahrscheinlich Meyert, weil hat ja Duxen schon erwähnt, wahrscheinlich wird das so die Taktik sein, dass man Perser Ah. Meyert und dann geht man duschen. Oh, ja, die Dusche wurde verändert und Mongolen, also beide, also alles Also Mayat-Bans hier. Meyert. Wobei Berber auf vielen Maps gut sein sollten. Berber Der wird gebannt, gewonnen, damit er damit er Mongols Mongols picken picken kann. kann. Ja, Ja. also so schlecht sind Mongolen nicht Ja, vor allem im Late Game dann, wenn gegen Berber. Mongolen Full Naja, Siege, Late Game, ne? ja, also wie gesagt, Mid So. Game ist schwer und Early Imp, aber zum Beispiel auch ein F also Feudal, wenn du halt nah aneinander spawnst, ist ja hier nicht so, dass du immer direkt gegenüber Das bist. stimmt. Maya Egal, First 3-0 oder so, Pick. ja. Maya, oh, könnte, ist auch gut auf Maya, weil Plumes sind schon auch gute Unit dann, muss man sagen. Das Länger haltende stimmt. Boards. Ja, das heißt, das ist nicht so schlimm, wenn du nur vier kriegst. Also für dich ist natürlich Kacke, wenn der Gegner gute Boars oder viele Boars abbekommt, aber es geht noch. Spanish, erster Anja, Pick. noch gute Antwort auf Meyer. Ja, das ist Mayat, oder? Also das
ist Also für für mich mich der der Mayard, ja. Mayard-Pick. Also man kann auch Bypass, aber es wirkt eher nach Mayard. Also Ja. ich glaube, ich war auf Mayard sind die Stärke halt. Wegen Maya, eben diese Mongolen, Stadt. Berber, Top 3 auf Mayard, meint Ja, Luxen. wären jetzt auch Okay. so meine drei. Also was man glaube ich noch, Böhmen und Türken sind glaube ich noch ziemlich nice, weil du halt eine Menge Food hast. Ja, das stimmt. Keine auf Maps sind die. Maps sind First Atacama, Home Map von Shibi Bypass, Home Map von Edgar Mayard. Genau. Ach so, ich blende dir gerade ein, aber ist ja dumm, du, wenn du auf dem Handy das nicht siehst, dann ja, sorry. Nee, der meint ja, Ach, die die Links sind Links sind kacke. Kacke. Okay. Sicilians jetzt von Shibi finde ich gut. Litauer finde ich auch Litauer gut von Edgar. für Atacama, Jo. denke ich ja. Und Sicilians auch für Atacama, ne? Das Ding ist, bei Atacama ist halt auch so, du willst eigentlich, da willst du auch nicht in die Mitte. Ich glaube, dann musst du am Anfang einfach die schlechte rütteln und dann gehst du. Ja, also die erste zumindest. Edgar hat vorhin Edgar gegen mich von. Spanier gepickt und festgestellt, dass man nach den Boers wenig Food hat und Kongs gar nicht möglich sind. Doch, Kongs sind relativ gut Musst halt möglich, nach den stimmt. Boers auch dann irgendwie weiter auf Food 800 gehen. Dias, so. Du hast 800 Dias. Du hast nochmal meistens einen Shawfish am TC. Da kannst du schon, da ist ein Farmhand. Also, Kongs und Giannis sind auch eine gute Möglichkeit für die Map. Japaner jetzt von Chibi. Das wird der Atacama-Gegenpick sein. Hunden auch der Atacama-Pick, denke ich. Jetzt die Snipes. Was wird gesniped? Ich würde, glaube ich, Ich Litauer snipen. sag Japaner und Litauer. Japaner weiß ich gar nicht. Aber ist natürlich auf Atacama, wie du gesagt hast. Du hast CA, du hast gut Feudal. Ein Deer-Pitch, okay, du hast also ein Deer-Pitch ist halt, du musst meistens schon mehr machen. Also Luke hat mit Edgar trainiert, so wie ich das jetzt. Ja, hat er vorhin schon. Ja. Hunden Hans und und Spanier. Okay, Splanish. Spanier, Spanier, vielleicht dann zwei Kongs gehabt. Hans überrascht mich, weil, also. Hans ja eher die Reserve für Ja, gefühlt. Litauer sind schon stärker. Ich glaube, er Ja. hat, also ich habe halt auf Atacama immer Hans gespielt. Wer wohl Vielleicht Edgar? bisschen belastet. Ja, das kann sein, ja. Edgar Hype hier im Chat. Ah, du hast immer Hans gespielt dann. Okay. Nee, ich habe auch da kam gerne Hans gespielt. Okay. Weil ich halt, Wer? also ich bin halt so Oh. aufgegangen, dass ich Huacachina als auch Huacachina lieber Litauer spielen würde. Da sind Türks für Bypass, sind auf jeden Fall echt richtig, richtig gut, hat man auch im Hidden Cup gesehen. Wo Das kann ich. ist eigentlich der Edgar Fanclub? Da ist Alf schon mal. Also, Da ist er. Einmal gefragt. Cumins, die wahrscheinlich für Bypass dann. Aber für Mayard fehlt mir jetzt so ein bisschen die Shibby-Sif, oder? ja, vielleicht Koreans? Das könnte man machen, ja. Koreans, Gegen Maya ja auch nicht so Bohemians. kacke, ja. Oder will der Sizilianer dann spielen auf Mayard? Vielleicht kannst du auch Portos betreuen. Ich hätte an Chibis Stelle gesagt, ich kann diese Woche nicht. Ja, der Edgar-Hype ist da, sind die Koreans. Der Edgar-Hype diese Woche zu groß, der. Ja, obwohl, man kann auch sagen, der Druck ist groß auf Edgar. Das stimmt auch wieder, ja, das stimmt. Die Leute erwarten, Warte ne? mal, ich Für mach bei der Prediction mache ich Edgar mal erste Option. Das gibt sonst nur wieder Ärger. das gegen Edgar zu versuchen, ist der erste Schritt auf dem Weg des Scheiterns. Keine Chance. Armer Schibi, tut mir wirklich leid. Kelten jetzt. Ich Jetzt, glaube, Kelten interesting. eher einfach so noch gepickt, würde ich sagen. Ja, ich meine, er ist schon echt gut besetzt für den Rest, für die drei Maps, also. Ist das der echte Edgar Davids? Ja, Ja, das war ist. teuer, den Investitionen zu Der locken. aller echte, ja. Können wir jetzt ja leaken, dass wir da große Summen zahlen mussten, damit er überhaupt mitspielt. Damit der RF ein bisschen. Obwohl, die haben ja auch gewonnen, glaube ich, gestern, ne? Team Edgar, oder wie es inoffiziell heißt, Team Guck mal, Wallas. die haben sich beide direkt. Wann spielen wir denn? So, beide direkt gleichzeitig noch Ja, geschrieben. nice, ey. Also, wie gesagt, können wir nochmal erwähnen: vorbildlich, die Spieler hier alle. Vorbildlich. Muss eben schauen, wann Edgar Mal kurz was zu trinken. diese Woche. Jo, Und mach das. Lux muss schauen, wann Edgar spielt, dass er seinen Termin mit Körbel machen kann. Wenn Edgar nicht spielt, habe ich Zeit. Wir können ja mal live auf Liquipedia schauen, schnell. Bitte nicht hingucken, wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, wann die nächsten Raid Forest Games sind. Wenn wir das irgendwo sehen. Hier. Sito gegen Tato ist in einer halben Stunde. Team Valas spielt das nächste Mal gegen Team Bals. Oh, das wird auch ein gutes Match. Am 24. April. Das ist Sonntag. Also hat Edgar erstmal sonst kein Match.
Wer Edgar spielt, kann ich auch nicht. Mittwochabend. Ja, das klingt doch gut. Und wir warten auf die erste Lobby. Ich mal gucken, ob Shibby uns einen Link schickt oder oder Edgar uns den Link schickt. Edgar. Können wir Edgar als Caster motivieren, wäre eine große Ehre. Mit dem Druck könnte ich nicht umgehen. Ein Link von Edgar persönlich. Ja, würde mir noch richtig den Abend versüßen, muss ich sagen. Aber ich traue mich auch gar nicht, den Legende anzuschreiben. Edgar schreibt dich an, ey. Ich habe noch nie mit dem geschrieben, ne? Da würde ich mich gar nicht. Das ist auch einfach immer offline wie alle coolen Typen. Die sind im Discord offline. Wie Demon zum Beispiel. Der ist ja auch nie online im Discord. Ja, bisher sehe ich übrigens noch keine Lobby. Ich schreibe mal Shibi, der ist immer zuverlässig. Kannst du dann den Lobby-Link schicken? Bitte. Wenn Dingo mit Karin im Bett liegt, erzählt er von Edgar. So sieht's aus. So sieht's aus. Weil das Ding ist, das wirkt für beide. Okay. Dobby, die haben mir leider nur den Code, also die Zahlen. Ah, nee. Entschuldigung. Chibi ist einfach gut. Der weiß Bescheid. Der weiß, dass du den Link brauchst. Und nicht nur die Zahlen. Bin ich gut. Ja, und da haben wir schon das nächste Match. Mittwoch 20 Uhr. Körbel gegen Luxen. Das ist ja auch ein Leckerbissen, ey. Mittwoch ist auch richtig voll, glaube ich. Mittwoch spielt Arten gegen Mangas. Kokosnuss gegen Maggi. Und irgendwas im Higher Bracket war, glaube ich, auch noch. Nee, habe ich mich vertan. Na gut. Kann ich mir gegebenenfalls noch die Maps anschauen bis Mittwoch? Das ist Cheating. Ich hätte gerade angerufen, muss mal kurz was klären. Wie lange da? Okay, alles klar, mach das. Also die Lobby von Edgar persönlich eröffnet. Das spricht natürlich für ihn, dass er das macht. Kümmert sich einfach um alles, der Junge. Und die erste Map, Atacama, die Red Bull Vololo 5-Version ist das. Wenn hier noch ein Edgar-Fan reingerauscht kommt. Nur Stefan, du bist Edgar-Fan, oder? Nein. Genau. Und die Lobby ist da, die beiden sind auch drin. Werden jetzt wahrscheinlich kurz überlegen, was ihre Sith-Picks sind. Wobei, wir sind Best of Three. Wir haben wenig Siths gedraftet. Das sollte relativ fix gehen. So, jetzt wird er irre. Jetzt bitte weg. Genau. Ups. Best of One mit Edgar hat mehr Trainingseffekt als Best of 999 mit Viper. War das bei Jordan oder so? Wo Jordan dann gefragt hat, ist Edgar quasi der Age of Empires Chuck Norris? Geht der Cup schon los? Habe ich was verpasst? Schlauchi, du hast den ersten Qualifier verpasst und ein Showmatch, aber das erste richtige Turniermatch hast du nicht verpasst. Das geht jetzt los. Edgar Davids versus EA Shibby. For short, einfach nur Shibby. Chuck Norris ist der Real-Life-Edgar. Ah, okay, alles klar. Bin ich qualifiziert? Du bist qualifiziert, ja, Schlauchi. Wir können noch mal kurz die Gruppen zeigen. Wenn du dich dafür interessierst, können wir dir auch deine Gruppe kurz zeigen. Ich glaube, du bist hier im Lower Bracket Gruppe D. D wie Schlauchnase. Mit Duke Thompson, Körbel, Luxen und Schlauchi. Das ist eine Gruppe. Da gibt es auch das erste Match am Mittwoch um 20 Uhr, wie ich gerade gehört habe. Körbel gegen Luxen. Schlauchi, schreibt doch mal deinen Gegner an, wann ihr spielen wollt, dass er das diese Woche hinkriegt. Und dann. Wir können direkt einen Termin vereinbaren. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob es Winner oder Loser im Match dann ist, aber theoretisch könnte er das schon mal irgendwie so soft einplanen, das stimmt. Ja. Ich schaue, ob wir schon das erste Game haben. Jawohl, das Game ist live. Und ich werde die Prediction, wo ist die denn? Hier starten. Wer holt Game 1? Edgar oder Shibi? Unable to create Prediction. Habe ich die andere vorhin nicht aufgelöst? Jo, ich habe die andere Prediction nicht aufgelöst. Storm hat gewonnen. Okay.
Und wir sind in-game. Atacama, wie gesagt, die Version, die wir hier haben, ist von einem Red Bull Vololo 5 mit den Ponds. Und wir haben hier in jedem Pond 3, 6 Deep-Sea-Fisch und 3 Shore-Fisch. Also ordentlich Food vorhanden. Edgar nimmt direkt das Holz in der Mitte. Hat auch einen kurzen Weg dahin. Shibby macht's genauso. Und ich kriege das hoffentlich jetzt mal hin, dass ich hier eine Prediction hätte. Wer holt Game 1? Edgar oder Shibby? Und wir hoffen, dass Dobby gleich wieder da ist, dass der ein bisschen was erzählen kann, während ich hier die ganzen Sachen mache. Wollte eigentlich mindestens Gruppensieger werden, sagt Schlauchi. Okay. Good luck with that. Und ich kann hier mal schon mal eingeben, Best of Three. Und das ist kein Showmatch. Das ist Lower Bracket. Gruppe. Was ist die Gruppe? Gruppe E. Genau. Okay. Gruppe E. Und da haben wir's. Ich glaube, ich hatte nur Bots in der Gruppe. Also, der Edgar-Fanclub kann jetzt beweisen, wie sehr er auf Edgar steht und ordentlich Channel Points reinschallern, um auf den Sieg von Edgar zu tippen. Mittleren schaffe ich, sagt Köbel. Dann ist ja nach 2 Games Schluss. Chibi spielt. Er spielt nicht 15 Pop. Er macht jetzt einfach schon Loom. Weil hier gewolft wird. Und das könnte eng werden. Nee, alles klar, wird nicht eng. Hat er den Hill-Bonus. Alles gut. Edgar Bären stark bislang. Ja, 0 Sekunden Idle-Time. Während Chibi schon schwimmt. Edgar mit dem Pre-Milled Rush. Als Litauer natürlich relativ easy. Weil man einfach mit mehr Food startet. Jetzt hier leichte Schwierigkeiten mit dem Food und dem TC. Er hat noch genug in der Bank, aber es wäre natürlich ein bisschen besser gewesen, wenn das Boar schon ein Villager eher geholt worden wäre. Kann passieren. Edgar mit einem Pre-Miller. Ja, sieht danach aus. Sonst würde ich die Barracks jetzt nicht verstehen. Und Shibby wird wahrscheinlich eher Man-at-Arms gehen. Holt jetzt auf jeden Fall sich das Wasser hier mit dem Dock. Und wo ist Edgar Scout eigentlich? Hier. Alles klar. Fisch, größer Pre-Miller. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann die Woodline hier small wallt, dann erst recht. Shibby sieht auch die Racks. Hat er gescoutet. Hat auch gescoutet, dass keine Mühle stand. Das heißt, sollte eigentlich alles klar sein. Sollte jetzt hier die Woodline small wallen. Und dann ist das erstmal erledigt, sag ich mal. Ne? Die Gefahr macht er jetzt auch. Genau. Kommt jetzt noch hier mit einem Will dazu. Hier ist aber noch offen, mein Freund. Und hier sowieso. Okay, der sollte sich jetzt umdrehen und schnell noch das Chibi. Oh, Glück gehabt. Pech für Edgar, dass er hier nicht reinkommt. Hier ist dicht. Alright. Chibi auch ohne Mühle, aber wie gesagt, dafür mit Fisch. Muss jetzt halt irgendwie die Racks adden. Und wird dann, denke ich, gleich hochklicken. Edgar klickt jetzt hoch mit 21 Dorfbewohnern. Shibby ebenfalls mit 21 Dorfbewohnern, aber einem Fischerboot auch. Und ein bisschen mehr Idle Time. 10 Sekunden mehr Idle Time als Edgar. Magi würdest du mal bannen, hat gegen Edgar getippt. Würde ich jetzt auch gerne, wenn ich das so sehe. Wann haben wir Zeit? Also, ich sag mal so, also das erste Game sollte man schon in dieser Woche spielen. Das sollte schon alles ein bisschen zack, zack vonstatten gehen, Schlauchi. Ich weiß, es ist eine Serie Best of Three, was du spielen musst. Das ist jetzt nicht so ein Zeitfresser, würde ich mal behaupten. Zweite Lumbercamp von Chibi. Geht der Straight Archer? Der macht gar keine Man-at-Arms. So, sieht da noch aus. Bisschen wenig Fisch, also könnte ruhig noch zwei Fischerboote vertragen, weil er jetzt auch kein Food mehr unterm TC hat. Baut jetzt die Mühle, wobei mit 4 auf Bären und zwei Fischerbooten sollte das eigentlich erstmal ausreichend sein für TC-Produktion.
In 2K1v1 schreibt Lux. Schlauche, der Command ist Ausrufezeichen Elo. Meme Luxen. Beide jetzt ab. Shibi kann sich kein BitX leisten. Player not found. Ich glaube, Meme Luxen ist es. Irgendwas 15, 1600 halt. Hat nicht mehr gespielt. Dann musst du mal im Seeding nachgucken. Die Tabelle ist ja noch da. Ich habe die übrigens gestern nicht mehr aktualisiert. Also es ist dann die vom letzten, wo ich das letzte Mal geschrieben habe, dass ich sie aktualisiere. 1580. Ah, okay. Also alles small gewollt von Shibi, damit der Drash wirkungslos. Aber bereits die Range stehen von Edgar. Baut ein paar Skirms, ein paar Archer. Hat noch keinen Fletching. Schmiede steht aber schon. Braucht jetzt irgendwie 3-4 Felder für Fletching. Ersten Archer von Shibi sind jetzt draußen. Und damit die Milizen jetzt nicht mehr wirklich gefährlich. Steht hier schon die Schmiede bei Shibi? Nein. Holz wäre jetzt da. Also könnte sie jetzt theoretisch bauen. Und das Food wäre an sich auch da, dass er Fletching klickt. Baut jetzt noch ein Haus. Ist jetzt nicht so nötig, dass er mit 2 Villagern bauen muss. Jetzt baut er es mit gar keinem mehr. Oh, jetzt wird er den einen Archer verlieren. Der wird kassiert. Laut Zone gilt Luxen größer Wes. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Alles gut, Dobby. Alles in Ordnung. Bisher hast du einen Pre-Miller verpasst, der nichts wirklich gemacht hat. Sehe ich gerade von Edgar Full Titanic. Er ist nicht auf dem Dock. Er ist nicht auf dem Dock, ja. Mhm. Ja, okay. Also wir sind hier, das ist... Kennt er die Map? Er ist ja Edgar, er kennt eigentlich alle Maps. Also. Ich meine, also man sieht ja sogar auf dem. Also. Bildchen. Ne, auf dem Bildchen, dass er Pons sind. Vor allem dann Litauer, das wäre dann theoretisch noch richtig gut gewesen. Also. Dann wäre es noch besser gewesen. Rossli ist am Start, moin. Edgar, bester Mann. Wanna become famous? Yes, please. Mann, Dobby, ey. Da wäre mal die Gelegenheit für mich gewesen, famous zu bekommen und dann sowas von dir. Was Edgar gut macht, er hat deutlich mehr Militär am Start und hat auch mit Litauern, mit den die schnellen Skirmisher, mit denen er immer wieder Archer wegchasen kann. Fletching jetzt bei Shibi, Fletching auch bei Edgar schon längst. Also das Dock hilft Shibi aktuell nicht so viel. Shibi, ja, doch, also er hat also zwei Farben gerade. Also ja gut, er hat viel mehr Food, das stimmt. It's ja. Keeping him alive. Ja, das stimmt, ja. Jetzt aber die Archer an der Woodline. Ich glaube, Shibi muss selber ein paar Skirms adden. Oder ein Stable oder was weiß ich. Aber kann nicht einfach stumpf weiter Archer bauen. Boah, vielleicht ein Death Tower. Das ist vielleicht dann auch eine Variante. Jetzt versucht er hier rauszukommen. Geht wieder vor. Der Scout ist weg. Das hilft schon mal viel. So, jetzt bin ich auch live. Ich weiß nicht, ob ich live bin. Ich bin jetzt Minute 16 ganz genau. Ja, genau. Okay. Edgar wollte mit No Loom Wills Only fighten, aber es war ihm zu einfach. Okay. Shibi könnte jetzt langsam überlegen, ob er ein zweites Dock baut. Wobei sein Wood Income gerade nicht so der Wahnsinn ist. Oh nein, das hat er ja gerade eher etwas blockiert, wenn ich es mal. Jetzt auch schon 7 Villager gestorben von Shibi. Ja, die Woodlands. Also ich glaube, die hätte er halt tauen müssen. Ich weiß auch nicht, warum er eine zweite unbedingt aufgemacht hat. Die erste war eigentlich okay und dann da ein Tower ran. Du kannst ruhig zwei machen. Das ist ja voll okay. Also das ist effizienter. Aber hätte sogar einen Tower in die Mitte bauen können dann, ja. Also einfach alle sterben lassen ist keine Option. Keine gute. Vor allem gegen 2 Archer oder sowas. Also da sind ja hauptsächlich Skirms jetzt gewesen. Und das sieht echt, trotz No Dock, echt gut aus für Edgar. Shibi jetzt nur noch. Und jetzt Shibi halt null Wood mehr. Er nimmt jetzt ein bisschen Straggler und so, aber tatsächlich ist der Fisch jetzt das Einzige, was ihn im Game hält. Edgar derweil mit 14 Farmen, das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. Könnt jetzt ich schon... Ich weiß nicht, dass es Wasser gibt. Weil sonst kannst du ja trotzdem noch ein Late Fury jetzt einfach... Also ich meine, immer noch, also... Ja, es würde ja sich immer noch lohnen, ne? Also, klar. Edgar jetzt mit Stable. Full Feudal hier. Gegen die Skirmisher. Ja, yeah, also wenn er jetzt Stable addet, hätte er ruhig seinen Bloodline, also nicht Bloodline, sondern die Eco beide, also beide Eco abklicken sollen. Mhm. Da fehlen beide aktuell.
Oh, das sieht jetzt, glaube ich, wie das GG aus. Der eine Scout macht schon, dass Chibi mit seinen Skirms nichts machen kann. Chibi auch viel. Also die vier Army hier ist das Einzige, was Chibi hat. Ja, die können nicht wirklich was dagegen, also. Kam nie auf eine richtige Masse. Der Start war eigentlich ganz okay von Chibi, aber dann ging es stark bergab. Klar, ich spiele auch gegen Edgar. No Eco-Upgrades ist auch eine kleine Challenge. Ja, das stimmt. Ist ja keine kluge Challenge, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge. Also, da kann man nichts sagen. Edgar ohne Doc, weil der Gegner eh baden geht. Mann, Alter, ey. Oh. Aber das sieht schon sehr, sehr, sehr Sauber gut für aus. Edgar Zwei aus. auf Wood gefühlt von. Ja, also er hat angeblich 12 auf Wood, aber ich weiß nicht, wo die gerade Wood holen. Ja, ein Strikler. Die Straggler sind ja weg, also das, Der ne? Hype-Strikler nennt es. Ja. Er hätte jetzt tauern müssen. Das, also ich weiß ja auch, wie ist denn passiert, dass er ohne Josh behindfällt in Aminam ist? Er sollte eigentlich vorne sein, aber. Ja, ich glaube, er hat im Holz sich ein bisschen verspekuliert. Ja. Ja, Edgar Und jetzt halt ab und damit ist vorbei. Dass er eher ab ist, ist hier das Game er over, klickt oder? aber nicht ab. Doch jetzt, also er hat geklickt. Er hinter dem Will. Ja, Das GG. und da kommt das GG rein. Und das ist 1-0 für Edgar Davids. Wie der Chat es natürlich erwartet hat. Ich glaube, Edgar halt OP, muss man sagen. da wurde Also, ist halt auch ein deutlich, Cheatcode. also Channel Points 19.000 zu 500 auf Edgar gesetzt. Edgar einfach der Cheatcode, ja. Wie im BF, so auch hier. Prediction löse ich mal direkt auf, nicht, dass ich wieder vergesse. Also, wir haben Edgar siegen sehen. 1-0 steht es damit. Domination by the one and only, ja. Also das war wirklich richtig, richtig dominant. Also, das hat er richtig gut gemacht. Hat hier die Woodline einfach, also Skirms vorgeschickt, um die Army zu fighten und zwei, drei Archer an jeder Woodline gelassen und. In der kurzen Zeit, in 20 Minuten, hat er 10 Villager gekillt. Auch nur 6 Ich spiele Sekunden also Idle gegen Time. alle, ich spiele gegen alle drei. Schlauri, du spielst erstmal gegen den ersten Gegner. Dann gewinnst du oder verlierst du und spielst gegen den nächsten, der gewonnen oder verloren hat. Ganz einfach. Dann bist du entweder weiter oder raus. Und wenn du einmal gewonnen, einmal verloren hast insgesamt, Ich dann finde. spielst du noch einen Decider gegen den, der auch einmal gewonnen und einmal verloren hat. Preisgeld schon mal an Edgar überweisen, ist schon längst passiert. Edgar Davids ist der 1 und 1 Typ. Was? Nice. Nein, das ist Marcel Davids. Also, das ist ja völlig falsch, Aber Maggi. ich spiele gar nicht gegen Luxen. Nee. Erst, also, Erste Match ist wenn nicht gegen beide. Luxen. Wenn Nee. Luxen verliert und du verlierst, spielt er gegeneinander. Wenn du gewinnst und Luxen gewinnt, spielt er gegeneinander. Ja, genau. Ich glaube, es ist alles nicht so kompliziert. Es ist sogar schon eingetragen, gegen wen du jetzt in der ersten Runde spielst. Ja. Du musst dich nicht mal selber mit den allen. Es steht sogar da, gegen wen du Also spielst. da sieht man mal wieder, mit was wir uns hier rumschlagen müssen als Admins. Danke, dass er das so öffentlich gerade macht. Finde ich gut. Ja, okay. Wir gehen mal auf den. Ach so, guck mal, ich habe es sogar offen, die Glaube ich, Gruppen. Luxen, wenn wir spielen. Der Luxen ein Troll ist, Ja, hattet, oder? hat sich einfach ein bisschen veralbert. So. Japaner haben wir verlieren sehen, Litauer haben wir gewinnen sehen. Weil wir das Loser-Game gegeneinander spielen. Luxen denkt schon weiter. Ja, pass auf, Schlauch, ich mache das mal anschaulich jetzt. Also, pass auf. Das ist immer besser, wenn man auch was Visuelles hat. Du spielst jetzt gegen Duke Thompson und Kerbel spielt gegen Luxen. So. Thompson und Kerbel gewinnen, die spielen dann hier im Winner-Match, deswegen heißt das so, ne, gegeneinander, weil die gewonnen haben. Win heißt gewonnen auf Englisch. Und dann spielen die beiden Verlierer im Elimination Match. Win heißt gewinnen. Naja, Win heißt Siegen. Was Nicht für Sieg, gewonnen. was weiß ich. Ich glaube, die Vergangenheit von Win. Ach nee, das ist One, ne? Ist one. Ja. Und die dritte Form ist Win, One, One. Win, one, one. Ich glaube auch one, Okay. oder? Weiß ich nicht. Win heißt gewonnen, aber ja, was weiß ich, Alter. Und die Verlierer beide, das seid dann quasi ihr, die spielen hier im Elimination Match gegeneinander. Und wer da verliert, der ist raus. Der musste nur zweimal spielen. Wer da gewinnt, der spielt gegen den Verlierer aus dem Winner-Match, im Decider-Match. Und wer da verliert, ist raus. Und wer weiterkommt, kommt weiter. Ne? Erklärt, Ändere Junge. mal die Kategorie auf Lernen. Unregelmäßige Verben üben. Jetzt, das Ding ist, ich konnte das mal alles auswendig, brauche ich aber nicht mehr. Man macht es beim Sprechen instinktiv richtig. Mann, ich.
So. Okay. Dobby, was für eine Map wird Chibi denn jetzt spielen? Bypass? Ich glaube, ich glaube, er spielt Bypass. Also die, okay, dann einigen wir uns auf Bypass. Und wäre die mir jetzt hier, würde der erstmal erzählen, wie viele Englischkurse er schon Ja, welche gemacht Sachen hat. er. Ja, er studiert ja auf Englisch. Das ist ganz Das sicher, das ist jetzt erstmal 1,5 Stunden. Und wissen dann ja die fängt er an, wieder mit wenigsten. seiner Lebensgeschichte, wo er was auch immer beworben hat, und fängt wieder random an, irgendwelche Leute damit vollzuhören, die es eh nicht juckt. Demon Danke. kann übrigens nicht hier sein, hat er mir gesagt, weil eine Familienfeier ihm wichtiger ist, als Edgar zu sehen. Schwieriges Thema, Da muss ich frage ich sagen. mich, liebt der Age of Empires überhaupt? Ja, vielleicht ist es doch der falsche Co-Host gewesen. Nee, Spaß. Also er muss noch zu einer, ist bei einer Familienfeier und kann nicht früher weg. Alles. Ich meine, Nee, gut, das. ist trotzdem Edgar, den wir hier verpassen, dann an Demons Ja, wie Stelle. gesagt, also der hat, ey, das ist falscher Co-Host gewesen. Das. So, hier ist die Lobby. Und wir sehen jetzt Bypass. Was für Sifs sehen wir dann? Türken bei Edgar? Und auf der anderen Seite dann Kumins, oder? Denke ich mal, ja. Demon für mich jetzt auf Memp-Level. Genauso wie Luxen. Was, Luxen ist für dich auch auf Memp-Level oder was? Geh ja mal in den Jutes-Chat und gib Luxen ein. Was, in den Jutes-Chat und Luxen eingeben? Ja. Warum? Werde ich dann gebannt? Vielleicht. Möchte ich nicht. Möchte nicht bei Jutes gebannt werden. Finde ich. Ist mir zu wichtig. Also, wir sehen jetzt Bypass. Auch eine Map aus Hidden Cup. Und ja, wahrscheinlich sehen wir Türken gegen Cumins. Man könnte auch Koreaner spielen, theoretisch, wenn an Chibis Stelle. Ja, aber die Koreaner, denke ich mir, sind für Meier, da bin ich mir ziemlich sicher. Denke ich auch. Dobby hat als großer Luxen-Fan einen Command bei Jutes für mich erstellt. Ah, okay. Na gut. Nett von Dobby. Ich bin ein riesen Luxen-Fan. Luxen-Fan der ersten Stunde. Denke ich. Denke ich auch. Okay, ich bereite schon mal die Prediction vor. Wer Bevor ich holt Gamer schon Game gestartet hat, by 2? the way. Ja, ist doch gut. Wer holt Game 2? Edgar oder Chibi? Shoot, sage ich immer. Also, jetzt Bypass. Und es sind, was denkst du? Genau. Warte, okay. Also, na, was ich gesagt habe, Türken gegen Malia gegen Kumins. Hun. Malia gegen Hun? Nein, Türken gegen Humans. Okay, wollte gerade sagen. Na, kann ja sein, dass sie sich verdingst haben oder so. Mal gucken. Also, ich meine, was wir sehen werden, vielleicht Feudal Boom, aber von Edgar vielleicht ein Castle Drop außen. Castle Drop Oder gegen, halt. ist ja gegen Fuel Boom nicht bad, so. Genau, du kannst ja doch Tower rushen, wenn dann Tower geht auch. Aber vor allem, wie gesagt, ich juck's in die Finger, weil ja, es hat mir gestern auch getroffen, die kann ich nachvollziehen. Nee, aber halt einfach bei sich eine Castle bauen und dann halt mit zwei Peter, also dann halt brauchst du nicht mehr Peter an. Sechs Jannis, einmal das Gate one-shotten und durchgehen. Oh, das gibt so ein Edgar-Emote. Nice. Okay, jetzt hier der Erste, der wieder gegen den Heilsbringer setzt. Die ersten 1000 Channel Points auf Shibi. Okay, interessant, interessant. Glaubten da an Chibi? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Soll ich mal gucken? Maggie hat eben schon an Chibi Maggi, gerade geglaubt. Der schon, glaubt ja, jetzt an. genau. Der will jetzt, will die Der muss Punkte. ja. Der Ich meine, es ist auch gar nicht so unclever auf Shibi zu setzen, weil der Großteil der Punkte eh auf Edgar gesetzt wird. Lieber wieder 3 € donaten. Bei Memp oder was? No Edgar, no Party. Ich glaube an ihn. Alles klar, Maggi. Das ehrt dich, muss ich sagen. Die Frage ist, Dobby, wenn man jetzt Fuel boomt, ne? Ja. Was macht man denn dann danach auf der Map jetzt hier? Sollte man dann 3 Stable Knights gehen Kannst oder? dann Knights spielen, du kannst Kipchak spielen, du kannst dann selber fast im Kipchak spielen dahinter. Du Mhm, ja. kannst Capdram Halb kannst du spielen, also du hast echt eine Menge Optionen. Capdram Halb ist zum Beispiel ziemlich gut gegen Türken. Oder dann halt Seatram Halb, wenn Ja. du direkt auf Imp Wenn du gehst, es oder kannst du halt hinkriegst. eigentlich eher durchklicken wahrscheinlich fast schon. Das erste Deal jetzt hier in der Base von Shibi. Auf der anderen Seite Edgar hat noch so ein bisschen so seine Probleme. Die Deals hören nicht und er hat noch 2 Schafe noch gar nicht gefunden, die hier auch draußen spawnen können. Sollte man vielleicht erwähnen. Also Scouting gar nicht mal so unwichtig. Ja, was hier vor allem wichtig ist, wie gesagt, es ist wie Hideout mit dem in der Mitte, mit dem Bypass halt in der Mitte. Und sonst halt außen, ne? Es gibt zwei Zonen, wo das Genau. ganze neutrale Zeug ist, plus extra Food. Viel Wenn man extra zum Food Beispiel auch. Aggression Also spielt, kann man sich hier schon ordentlich bedienen. 16 Zebras.
und 16 Bärenbüsche und ein Löwe bewacht das nur. Das kriegt man hin. Auch die Relics sind an den Seiten. Also, da geht einiges. Warum ist denn hier ein weißer Fleck? Keine Ahnung. Und auf dem Bypass kann nicht gebaut werden, ne? Also hier, wo dieser Treibsand ist, wo die Leichen liegen. Da Genau, kann ja. kein Castle gebaut werden. Also. Genau, Castle kann nicht in die Mitte. Das heißt, du musst entweder das erste Castle bei dir, dann mit Jannis durch und dann Siege. Oder halt bei dir erstes Castle mit Jannis durch und dann da ein Castle, aber du kannst nicht in der Mitte ein Castle So droppen. hat Holzi das ja zum Beispiel gegen Demon gemacht. Hat in Demon Space ein Castle gebaut. Shibi geht nach oben. Jetzt nicht ungewöhnlich mit Humans. Und An sich Pop, ja, relativ spät, aber. Edgar geht, ist mit 3 nur auf Wood. Und geht jetzt, glaube ich, auch. Geht der hoch jetzt? Reicht es aus? Jo, reicht aus. Und da kommt die Rex und da ist einer auf Gold und das werden wohl Man at Arms dann. Man at Arms, aber finde ich, also kann gut funktionieren gegen Human. Ja, kann aber Wenn der halt auch. schon mit so einer TC baut, aber wenn das halt noch nicht gebaut ist und du kommst zu early, ist halt auch Kacke, also mal schauen. Ja, Chibi wird auf jeden Fall etwas eher ab sein, muss jetzt noch ein Haus bauen, sonst ist er housed. Und sollte, glaube ich, ein bisschen was von Food runternehmen und dafür auf Wood verteilen. Das ist hier schon drin. Also. Ach so, ja, stimmt. Und er geht Was auf man bei Stein. auch eigentlich immer machen kann, ist der Fähigkeiten eher mit Tower, obwohl ich halt beim Türken eher mit Castle Drop rechnen würde und nicht mit Tauern. Ist ja noch. Was natürlich machen kann, ist direkt mit Dark Age, mit einem Will vorgehen und den Gegner da einwallen mit seiner Wall. Also abwallen Das in der geht Mitte. Das ist tatsächlich, genau, da ist genug Platz, ja. Hat man auch hier und da mal gesehen beim Hidden Cup. Ist natürlich ri riskant, ne? Also, TC kommt am Gold, okay. Ich hatte jetzt vermutet, dass es vielleicht am Stein baut, weil er auf Stein ist. glaube, er, also er hat, ich glaube, er sammelt einfach für den Held für einen Tower notfalls. Also macht Was er kostet gut, ein wie Tower? gesagt. Das 125 Steine? 125, ja. Er wird jetzt für einen Tower sammeln, damit er halt Death Tower bauen kann und dann kann er seine Mitte abwehren. Das ist komplett fein. Ja, ein Death Tower reicht tatsächlich schon fast aus. Die Man at Arms sind jetzt da, beziehungsweise, also Man at Arms wird geklickt. Und Tower steht noch keiner. Soll auch keine Tower kommen. Komm, Archer, okay. Ja, okay, aber kann halt trotzdem, also es Ist hat für trotzdem Humans, glaube ich, noch das. leichter zu verteidigen, weil die Range ja nicht so viel kostet. Ja, nee, du brauchst aber, du Baust einen brauchst ja nicht Tower. antworten drauf, so. Ja. Und noch ein Haus und dann ist hier dicht. Ja, er hat kein Holz für ein Haus. Pilz, Shibby Man. Palisaden ja auch nicht schlecht von den Kumanen. Halten etwas mehr aus. Der Er muss erste. seine, Oh, also die mal Range wurde gucken. abgebrochen. Ja, wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, er kommt nicht Kommt rein. nicht rein, dann lässt das und dann geht er lieber für Eco und schnelles Castle Edge. Zwingt den Gegner jetzt einfach hier so ein bisschen nur nachzuwallen. So, ekotechnisch, Shibi, das macht schon ein bisschen was. Also er hatte gerade ein paar Idols unterm TC. Er hat noch keine einzige Farm platziert. Er hat Bitaxe nicht geklickt. Edgar mit den Und der Mind Death Games. Tower. Ja. Death Tower hält ihn auch etwas weiter ab davon. Ja, ziemlich viel auf Rot, muss ich sagen. 9? Ach, Edgar hat ziemlich viel. Ja, das Ja, stimmt. Edgar. Er zieht jetzt auch 4 ab und baut Farmen. So wie, ach nee, er baut das nächste Lumbercamp, okay. So, Shibi immer noch kein Bitaxe geklickt. Sollte er schon noch machen, finde ich. Wird er noch eine, ich glaube, er hat es einfach vergessen. Und wird dann erst im Castle Edge dran denken. Edgar bereits mit 9 Farmen. Auf der anderen Seite haben wir bei Shibi erst 5. Ist auch nicht so ideal. Und dorfbewohnertechnisch, klar, da ist er natürlich vorne. 5 Dorfbewohner. Mach mal schneller, RF geht gleich los. Ich beeil mich. Rana Draug, moin. Servus. Hat natürlich auch auf Edgar gesetzt, klar. Hier im ersten Turniergame vom Dynamite Cup 2. Edgar immer noch so viel auf Wood. Hat jetzt 250 Wood schon in der Bank.
Wie sollte der Türke jetzt adaptieren? Also was ist jetzt das weitere Vorgehen? Er geht jetzt auf die Außen, um die extra Ressourcen abzugreifen. Was kann er sonst noch machen? Wie sieht der weitere Gameplan aus? Trotzdem eine Castle vielleicht für Janicara oder was Ja, würdest du jetzt Castle machen? Jannis, glaube ich. Also Jannis Siege ist, glaube ich, das Beste, was er machen kann dann. Genug Janis sind dann auch okay gegen Knights. Wissen doch eh alle, Edgar hat schon gewonnen. Oh. Chibi jetzt mit 8 Dorfbewohnern vorn. Und Edgar mit 3 Wilds auf dem Weg hier zu den Deers, die Müsste ich. vielleicht noch eins auf Gold packen und dann darf er seine Abgewonnen nicht vergessen. Market kommt, Schmiede fehlt dann noch. Market kommt. Wo siehst du Market? Bei Edgar. Ah ja, hier. Immer noch bei Edgar, ja, natürlich. Ja. Also, Shivi wird jetzt noch nicht sein, das Ne, eben, das Abgebäude. wollte ich gerade sagen. Was? Wieso will der ein Abgebäude bauen? Das wird noch ein bisschen dauern. Aber so hast du natürlich recht. Er baut jetzt die Schmiede und eine Kaserne, um hier die Man-at-Arms weiter auszuwallen. Okay, Edgar hat Stone gesellt. Wird halt Schickt. abgehen, wird jetzt auf Stone schicken dann und dann Castle Genau. gehen, ja. Hat er gesellt alles und hat keine Schmiede. Oh, ich sehe gerade, Edgar Stone ist ja Pro Move. draußen, während Chibis inside ist. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd, ein bisschen unfair, sage ich mal. Jetzt kommt die Schmiede bei Unfair Edgar. Schmoothener, sage ich immer. Okay. Vielleicht hat Edgar Gnade und gibt Chibi einen Win. Ne? Das kann natürlich sein. Edgar ist auf jeden Fall auf dem Weg ab in die Ritterzeit und wird dann so Minute 19:30 was ankommen. Chibi sollte aber nicht so weit dahinter sein eigentlich. Baut jetzt hier den Stable. Hat 21 Farmer. Hat, glaube ich, schon ein bisschen viel auf Gold. Er hat jetzt schon 7 auf Gold. Hat auch schon das Gold zusammen. Nicht ganz optimal gebalanced hier die Eco. 51 zu 36 Dorfbewohner. Map Hacks, einzige Ja. Win Condition gegen Edgar wegen des Steins. Ja, genau. Ja, Robby? Ja, also ich habe gesagt, also ja, es ist auch wieder mal ein Stein runter, was ich interessant fand. Ich weiß nicht ganz, was der Plan ist jetzt, aber natürlich der Eco-Vorteil deutlich auf Seiten von Chibi durch halt Meinst Human Loop. du, Edgar geht fast im, so viel wie er auf Gold hat? Oh ja, das denke ich, ja. Das würde Okay, Sinn das sieht. ergeben. Aber dann kannst du halt jetzt gegen Knight klappt. Könnte. Also, Handcannons sind schon, wenn du Masse hast, schon gut gegen Knights. Die machen viel Damage, aber. Wahrscheinlich vielleicht auch eher Monks, wenn dann. Morgens vielleicht besser, ja, das stimmt. Also, Chibi geht für Capram Push. er kann im Klicken dann, wenn er oben ist. Gold ist ja die Ressource, die am schnellsten, glaube ich, gesammelt wird. Zumindest von Türken. Stock auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, Stein ist, glaube ich, sonst ein bisschen schneller, aber nicht so der Wahnsinn. Und ja, Shibi mit Double Stable Siege Workshop baut schon RAM, geht dann Capdram. Und das könnte dann eng werden für Edgar, wenn der jetzt Imp geht und ihm dann alles eingerissen ist. Das ist ja nochmal eine kurze Zeit, die man da überbrücken muss. Wieso macht er denn Bowsaw, wenn er Imp gehen will? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Will er komplett mit dem Markt spielen dann? Oder? Also Bowsaw für mich nicht wirklich verständlich. Das verlangsamt ja bloß seine Imp-Zeit. Ja. War jetzt irgendwie gut, was So. er nicht hatte, was er gerade ausgegeben Genau, hat. und jetzt auch Gold, was er nicht hat, hat er jetzt irgendwie auch ausgegeben, noch für eine Mange und zwei Mönche. Okay, er will nicht Imp gehen, er will Siege Monks spielen. Ja, okay, da finde ich nicht so gut. Er hätte halt einfach Imp in Siege Monk spielen können. Ja, Also. das wäre genauso gegangen, das stimmt. Doppel Siege Workshop von Edgar sogar. Na gut, er hat genug Gold, aber er hat eigentlich nicht das Holz, dass er Doppel Siege Workshops betreiben kann. Hat jetzt auch nur noch minimal Eco, sage ich mal. Also er hat halt auf den Feldern nur noch 7 Dorfbewohner, hat aber draußen halt natürlich die Deers. Smush mit Türken. Wenn das einer hinbekommt, dann Edgar. Chibi clearet jetzt erstmal hier das bisschen Man-at-Arms, was hier noch rumläuft. Geht mit den Knights ganz gut. Relativ gut, ja.
Und hat jetzt hier schon, Capdram Upgrade ist schon durch, hat jetzt dann drei Capdrams. Und sieht jetzt, okay, hier kommen Also Edgar Mann. sollte dahinter jetzt auch für ein Fass im Schauen. Redemption Das von ist ja Edgar dumm. sogar. Ja, er sieht ja, sieht wirklich, also Ja. gibt schon Sinn. Das ist aber kein billiges Upgrade, natürlich. Ja, aber ich drücke jetzt. Chibi muss jetzt einfach, weiß nicht, wenn er 20 Knights hat, dann rollt er da drüber, oder? Entweder das oder halt einfach Lightcap werden. Oder Light Cav adden. Geht auch gut mit Cummins. Ich glaube, das ist jetzt zu wenig. Vier Monks sind da. Wir haben. Oh, wir haben vier Knights für vier Mönche. Oh, das ist Monk Michael, war ziemlich die Holy Kanne, also shit. muss man Aber trotzdem hat er sagen. drei Knights bekommen, glaube ich, oder? Ja, Ja. aber. Ich glaube, das reicht halt nicht so, das Drei ist das Knights Problem. für vier Mönche ist natürlich von Value her fast gleich dann. Aber jetzt verliert er halt auch noch zwei Mang, drei Mang. Das Problem war halt einfach, also das ein, er hätte halt einen Nein mehr Und gebraucht und dann GG. muss, ja. GG von Edgar. Da ist das 1-1. Das ist hier Ui. alles zackig, zackig geht's hier voran, ey. Die halten sich ja hier richtig ran. Ja, nach dem, was wir von Vegane und Willow gesehen haben auf Cool Swamp, habe ich mich schon auf einen langen Abend eingestellt. Also Shibby mit dem Win, mit dem klassischen Verteidigungswin. So ein bisschen. Also hat halt erst die Man-at-Arms verteidigt und dann den Smush. Musste jetzt nicht einmal in die Base des Gegners irgendwie Schaden machen oder so. Und das war's. Drei. Wann hat denn Edgar bitte drei Villager gekillt? Hast du das mitbekommen? Frage. Mit der Mange vielleicht irgendwie. Tower repariert oder so. Kann sein, ja. Edgar will nur entertainen und hat nicht umsonst Maya trainiert. Hallo, sagt Veganer. Hallo. Alles gut, ich hoffe. Okay, wir sehen dann Game 3 zwischen Edgar Davids und Shibi. Und das wird auf Mayat sein. Edgar jetzt gerade mit Türken verloren. Gegen Kumins. Und auf Mayat sehen wir Maya gegen Koreans oder Sizilianer. Also, wenn ich jetzt Shibi bin, ne, und ich weiß, er spielt Maya, kann ich doch einfach Sizilianer nehmen, oder nicht? Was wollen die denn machen? Ja, also der Maya sind halt die stärkste der Mesos gegen Sizilianer, von Ja, daher aber trotzdem, Meso gegen Sizilianer ist trotzdem noch, also, nicht geil, nicht ja. geil, so, ne? Weil du hast keinen so richtig geilen Konter gegen Knights hast du halt nicht, ne? Klar, Eagle Pike und so, das kann man schon machen, aber dann kann halt immer noch Sergeants dazu gespielt werden. Oder noch mehr Knights. Das könnte schon eklig werden. Und Plumes, boah, weiß ich nicht. Sind ja sowieso nicht so gut gegen Knights, finde ich. Also das könnte, wenn Shibi jetzt den quasi outsmartet, könnte eklig werden. Koreaner gegen Maya, wenn du mit Warwagons, also das wird ja, denke ich mal, das Play sein. Kann ich mir auch ganz okay vorstellen, eigentlich. Ist das schon die neue Lobby? Nee, das ist noch nicht die neue Lobby. Also ich finde beides jetzt nicht schlecht gegen Maya, muss ich sagen. Edgar mit Man-at-Arms getrollt. Das ist wie mit Viper. Wenn Viper ein Spiel verliert, ist immer, er hat getrollt. Das ist bei Edgar anscheinend auch so. Jannis wären zu easy. Lukes und Channel Points sind weg. Sind jetzt alle bei Maggi, ne? Maggi hat, glaube ich, als einziger auf Shibby gesetzt. Magie hat einen guten Oh ne, es Abgecached. waren drei Leute, die insgesamt dann auf. Oh ja, ne? Sieht man aber leider nicht, wer, Jetzt. aber Maggi hat aber, glaube ich, am meisten gewonnen. Was sind die Maps? Jetzt gibt es noch Mayat. Genau, jetzt gibt es Mit noch Mayat. Ausrufezeichen Maps, Sony, kannst du dir die Maps anschauen? Oder mich anschreien, wie du jetzt gerade gemacht hast. Und dann blende ich es auch nochmal ein. Da bin ich nicht so, Sony. Da bin ich nicht so. Das Getränk ist schon wieder leer. Schlecht. Die Civs sind Maya und irgendwas. Also Koreans oder Sizilians. Rossi, danke für das Bit.
Viper verliert gegen Edgar nur, wenn Edgar trollt. Was? Moment. Viper verliert gegen Edgar nur, wenn Edgar trollt? Willst du mir sagen, dass Viper besser ist als Edgar? Dein Ernst? Oder was? Schwierige Situation, muss man hier sagen. Schwierige Situation, habe ich gesagt. Auf jeden. Ich habe noch keine neue Lobby bekommen. Edgar müsste eigentlich im Speck der Sport sein, oder? Platz 1, der ist ja Caps und ganz groß auf Schiffgröße 72 oder so. Oder? Genau. Für alle wollen nur Edgar Games sehen, so wie ehrlich. Für alle, allein für RF. Übrigens hat Game 1 erst angefangen. Das ist alles easy. Oh, aber die Baguettes gegen Tato. Das Ja, gute will Serie. ich auch sehen, tatsächlich. Edgar auf jeden auf Pornhub. Ist wirklich eine gute Serie, ja. Oh Gott. Samedo Edgar Davids, Samedo Edgar Davids, Samedo Edgar Davids, Samedo Edgar Davids, Samedo Edgar Genau. Davids, Samedo Edgar 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 Davids, Gut, dass man Samedo mit Edgar einem Bit Davids, schon Samedo den Edgar Davids, Samedo Edgar Davids, Voice-Gedöns Samedo auslösen Edgar kann. Davids, Finde ich Samedo gut. Edgar Davids, Hast du Samedo toll Edgar gemacht, Davids, Dennis. Echt, Samedo auf Edgar jeden Davids, Fall Samedo Edgar Davids, gar Samedo nicht Edgar kurzsichtig Davids, von Samedo mir. Edgar Davids, Samedo 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 Ich Edgar caste Davids, danach, Samedo genau, Edgar Rana, das machen wir Davids. noch. Genau. Ich caste danach Perun gegen Old Man Willow. Ich glaube auch mit Dobby, der ist da, glaube ich, noch mit am Start. Ja, wenn man mich jetzt einfach so mit einschließt, ja. Eingeschlossen. Jetzt nochmal bei Memp. Renano? Was Renano? Es war nicht Renano, es war Rosli. Den falschen geedit. What the fuck? Es gibt noch einen anderen mit The Ja. Errand. Titanic Luxen. Machen die jetzt eine Pause nach den zwei kurzen Games oder was? Gibt's eine neue Lobby? Fragezeichen. Nice, dann kann ich gleich mal spionieren. Ach, ich habe erst Spoilern gelesen. Ja. Oh. Oh nein. Schutz, Kappa, 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 Aber das Schutz, hört, das Kappa, geht ein Schutz, bisschen Kappa, besser. Schutz, Kappa, So, Schutz, ist ein Kappa, Schutz, Kappa, bisschen Schutz, schneller, finde Kappa, ich. Schutz, Kappa, 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 Schutz, Kapajutz, Kappa, Schutz, Kapajutz, Kappa, Schutz, Kapajutz. Kappa, Schutz, Kappa, Ah, Schutz, hat schon Kappa, guten Schutz, Flow. Kappa, Schutz, Kappa, Schutz, Kappa, Schutz, Wo Kappa, sind denn Schutz, meine Kappa, Schutz, Kappa, Schutz, Kappa, Schutz, Kappa, Schutz, Kappa. Alerts hier? Für mehr Tipps kann ich dir gerne meine Bankverbindung geben. Ja, stark. Luxen hat auch die besten Tipps. Was war das jetzt? Bit Alerts, ne? Cheer Alerts, genau, hier. Minimum Amount. Was nehmen wir an Minimum Amount? 100? 100 lohnt sich schon, glaube ich. Speichern. Hab noch 93 Bits. Ja, dann passt ja. Probier mal nochmal. So als Test. Aber kann man nicht einfach sagen, dass man Voice erst Text-to-Speech erst ab 100 enabled? Ah ja, hier, genau. Okay. Dann, Rossi, danke für das eine Bit. Minimum Amount. Oh, jetzt wird der Alert nicht mehr angezeigt. Tut mir leid. Das ist meine Schuld. Jetzt aber. Okay, gut. Aber nicht vorgelesen. Ja, so soll es ja sein. Ich habe noch keine neue Lobby bekommen. Hast du eine gefunden mal? Nein, bis jetzt noch nicht. Traurig, ja. Ich danke trotzdem, Rosli. Ich danke trotzdem. Nicht, dass sie schon angefangen haben, die Schelme. Ja, haben sie schon. Alles klar. Mayat, geht los.
Jetzt kam der Alert nochmal. Okay. Jetzt kommt er einfach ständig. Why? Also, Mayat ist da. Ich mache auch sofort die Prediction. Wer holt den Sieg? Edgar oder Shibi? Schon einen Will verloren oder so? Nee, dann können wir. Machen wir nicht 300 Sekunden, sondern 240. Einfach eine Minute weniger. Weil wir verpassen jetzt relativ viel oder es wird relativ viel geskippt. Shibi schon mit ziemlicher Idle Time. 1:15 hat auch schon Will verloren. Edgar blockt hier sehr gut. Zweiter Will down. Ach, ja, Shibi, man. Oh, drei Wills down für Shibi. Oh. Jetzt kommt erst Loom. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. 3 zu 0 Wills plus 1:30 Idle Time. 4 zu 0 Wills. Oh, ist das Brutality. Also, ich glaube, Edgar hat die Map schon mal gespielt, habe ich das Gefühl, oder? Was meinst du, Dobby? Ja, ich bin halt noch gerade am Vorspulen, aber ja, es Ich sieht danach aus. bin auch am Vorspulen. Chat hat sich mein Capture Age einmal aufgehangen, straight up. Oh, okay. Irgendwie aktualisiert das nicht zum. Also ich bin jetzt bei 13:10. Ich glaube, das ist jetzt relativ live, so wie es aussieht. Ja. 13:20, 13:30 sind wir Ja, das, jetzt. das sagen wir mal, fassen wir mal so zusammen, das sieht nicht gut aus für Schiff. Nee, das Ist vielleicht sieht. ein, zwei Wills behind. Genau, also er ist 7 Village schon behind. Plus nochmal deutlich Uptime. Und Chibi mit Koreaner nicht auf Stein. Edgar mit Maya dagegen stark auf Stein. Mit 6 Villagern. Wird dann wahrscheinlich einfach Stone Cellen zum Abklicken. Wenn ich das. Also, ich spiele ja schon FC, oder? Könnte. Kann schon sein. Sollte klappen. Und Chibi spielt einen Trush. Denke ich zumindest. Also, er geht mit 2 Villagern vor. Sieht jetzt hier auch die Mühle, weil. Die Villager einfach so weit gucken können. Schmiede und Markt von Edgar. Hat Edgar Wills geblockt? Ja, Luxen alle. Edgar hat tatsächlich einfach alle Wills geblockt. Vielleicht Instant Loom hier gar keine schlechte Sache. So. Klar, bis ein Will hinten, aber weißt du was? So ist er 8 Wills. Das ist noch ein bisschen schlimmer. 8 Wills und Stadtwache hinten. Edgar war irgendwie ein bisschen sein Uptime verkackt, oder? Ein bisschen, ja. Oh, kein Trush, sondern Forward Range von Chibi. Double Range. Okay, das muss halt wirklich klappen. Das muss reinscheppern. Aber was will er killen? Also er killt ja dann eigentlich nur die am Stein. So. Ja, und also Edgar braucht gerade das Stein, sind wir ehrlich. Sonst. Tatsächlich, ja. Ich meine, er kann auch Instant einen Tower droppen, weil er halt so heavy auf Stone ist. So, von Genau. daher. Weiß Edgar, wo der Gegner ist. Ja, er sieht das TC, er sieht, dass er auf Gold ist mit 5 Villagern. Könnte auch schon so ein Tell sein, was hier noch ansteht. Allerdings rechnet er eher mit Fast Castle. Und die Ranges sieht er nicht. Er sieht aber die Wills, dadurch, dass er Stadtwache gemacht hat. Das ist tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht für Edgar, dass er Stadtwache gemacht hat, weil er Ja, und er dadurch. hat direkt gescoutet, Genau, denkt genau. so, Und macht jetzt auch einen Outpost. Und mit dem Outpost wird er dann die beiden Ranges sehen. hä? Und dann direkt tauern und dann. Genau, und dann ist das eigentlich gestoppt schon wieder. Also er muss es halt jetzt nur schnell tauern. Er sieht das in der, genau. Da kommt auch der Tower Tower, von. der wird downgeboxt und das Game sollte vorbei sein. Ja. Jetzt, 3. Haben wir Obwohl, Fletching? ich meine, Nee, haben wir wir nicht. können uns halt nicht direkt eine Castle leisten. Ja, das Ding ist aber, Shibi hat ja schon ziemlich viel investiert da vorne. Was jetzt alles. Oh, jetzt verliert er auch sein Horsey. Was ja jetzt alles im Prinzip useless ist. Also, die Range, das ist ja schön, aber alles, was daraus produziert wird, muss ja erstmal durch den Tower laufen. Am TC, das kann er halt ein bisschen idlen und so. Das geht schon. Nice, hat sich das Training gelohnt. So gut trainiert dann auf jeden Fall. Kann sich ja nicht mal hinter die Woodline stellen ohne Fletching. Castle Edge jetzt. Castle wird noch einen Moment dauern. Ich meine, er könnte Holz vielleicht verkaufen oder so. Kein Vegetarier, so wer das Pferd schlachtet. Aber Shibi auch nicht.
Also das Problem ist halt, dass Edgar noch kein Gold hat, ne? Er hat halt kein Gold am DC. Das stimmt. Das heißt, Castle ist zwar nice, wenn er kann die Ranger sozusagen in alles hinein, aber mit Blooms rausbekommen wird erstmal schwierig. Das wird schwierig, ja. Wobei er halt, glaube ich, also jetzt eh halt, Chibi muss jetzt töten oder es ist vorbei, also von Wenn daher. die Castle erstmal steht, dann kannst du auch mit Cell und so, kannst du schon irgendwie Plumes. Wenn du die Hälfte an Plumes draußen hast, was Chibi Archer draußen hat, ich glaube, dann reicht's schon. So. Was macht Edgar jetzt? Baut die Castle, okay. Die ganze Woodline ist idle, weil die ein Haus gebaut haben. Also ziemlich chaotisch hier alles. Ja, aber das Wichtigste ist, Chibi muss jetzt weiter committen, muss vielleicht Wills finden außen. Ja, es gibt außen nicht mehr so viele Wilds, außer die vier im Norden, die da an den Berries sind. Die hat Chibi noch nicht gefunden. Er stellt sich da ans Gold, das finde ich eigentlich gar nicht so dumm. Und da kommen die Wilds ihm jetzt entgegen, aber er geht weg. Oh, Chibi. Nee, er patrolt nur. Okay, alles klar. Wie sieht Chibis Eco aus? Er hat jetzt sieben Felder. Ist hier auf Dias. Ist ausbaufähig, sagen wir mal so. Ne? Bildtechnisch ist er immer noch hinten, aber nicht mehr ganz so krass wie noch vor nicht allzu langer Ja, könnte Zeit. halt auch an Kasse Edge liegen, aber ja. Ja, klar, liegt an, aber das gleicht sich ja normalerweise dann trotzdem wieder aus. Also Edgar hat jetzt schon ein bisschen Idle Time dazu bekommen. Shibi hat auch Idle Time, klar. Fletching jetzt bei Shibi. Und TC von Edgar hier am Gold soll das kommen. Und wenn Shibi. Er sieht das ja, weil seine Häuserwall da einfach ist. Wenn er Dort die seine. Blumen sind. Aber er hat noch nicht genug. Aber Edgar sieht's und dreht direkt um. Edgar sollte halt einfach durch die Mitte raus und dann irgendwo fort. Also irgendwo halt einfach random nehmen. Ja. Nicht da, wo es der Gegner sieht. Meinst du, es wäre clever von Chibi, die Goldspots, die er sieht, einzuwallen? Ja. Also, es ist einfach so schwer wie Ich meine, möglich das zu ist halt sein. machen. Ja, das ist halt einfach seine beste Condition. So. Ja. Also er muss sich halt Zeit kaufen, damit das halt wegen X-Force werden. Schießt er erstmal auf die Ranges hier mit den Plumes. Okay. Schmiede steht bei Chibi. Klar, er hat auch schon Fletching geklickt. Chibi jetzt hier auf den Berries. Also, es könnte schlimmer aussehen für Chibi, so wie der Start war. Er muss halt immer noch Castle Edge gehen. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Und er wallt es auch ein. Macht er gut. Und jetzt kriegt halt Edgar das TC da oben ab und das ist halt nicht gut für Chibi dann. Das sollte er jetzt hochkriegen, ja. Vier Plumes gegen vier Feudal Archer. Fünf sogar, fünf Plumes. Vor allem mit Potkin. Mit Bot gehen, genau. Das ist No Contest. Jetzt geht das TC hoch. Dann hat Edgar auch Gold. Sein Stein ist jetzt weg. Kann Chibi kann aber aber. gleich klicken, also hat es halbwegs wieder aufgeholt zumindest. Edgar wird wahrscheinlich gleich das zweite TC bauen. Also würde ich ihn jedenfalls, glaube ich, Ist halt empfehlen. jetzt nur noch die Wills wären nicht mehr das Timing, also konnte ein bisschen was gut machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier fighten würde an Chibis Stelle. Vielleicht ist abhauen besser. Er hat keine gewollt, Lose abzuhauen. Aber ja, einfach zwei dabei da laufen. Weil das kannst du nicht gewinnen. So. Die fünf Blooms haben mehr HP als die acht Archer. Und Damage Output dürfte auch relativ gleich sein. Oder, also nicht gleich, aber nah aneinander. Jetzt natürlich Bloomed Archer eine schöne Unit zum Raiden. Die sind mobil, die sind schnell. Gegen andere Archer-Sivs Braucht jetzt Death mag ich Tower. das. Ja, Chibi braucht Tower, auf jeden Fall, ja. Hat er denn einen Stein irgendwo in der Nähe? Er ist sogar schon auf Stein, jawohl, okay. Death Tower am Gold, am Holz und am Stein dann, im Zweifel. Er darf auf keinen Fall sein. Also wenn er jetzt greedy wird, kann das gefährlich werden, ja. Die Range geht, glaube ich, auch down, bevor er Crossbow klickt. Oder bevor Crossbow durch Ja. ist, sagen wir so. Edgar Microt jetzt hier ganz gut. Ist ja auch nicht schwer mit mehr Range. Aber seit Edgar, ne? Einfach Beast Mode. Beast Mode activated. Kein Gold mehr für Shibi jetzt.
Also ähnliche Situation, wie wir es gerade bei Edgar hatten. Du hast vollkommen recht, ne? Er hätte den Tower gebraucht, dann wäre es alles okay gewesen. So. Ja, da wäre halt nur die Wills behind und das wäre es dann Und das gewesen, war es sage ich dann, mal. genau. Und jetzt. Aber jetzt hat er halt auch keine Jetzt hat Zugang er zu kein Ressourcen. Holz, jetzt hat er keine Jetzt hat er sich Range. eine Karte gekauft, die. Oh Gott. Ich glaube, die geht, also die sollte. Das ist mutig. Hat er noch Units dort? Ja, hat er noch. Wie viel Wills bauen die? 20. Na gut, die geht schon hoch. Aber teurer Spaß. Teurer, teurer Spaß. Edgar haut ab. Macht er richtig. Und Gaia hilft Edgar hier noch? Nee, okay. Der sollte jetzt einmal 2 Monatsplays droppen und dann war es das. Was sehen wir hier bei Edgar auf der anderen Seite? Nichts. Kein zweites TC. Kein drittes TC, sorry. Farmen, farmen, farmen. Double Bit-Ex bei Shibi. Hauskala bei Edgar. Kloster und 3 TC GG. Da ist das Kloster. Da kommt auch ein gutes TC von Shibi hier an der Woodline und an dem Gold. Und jetzt Kriegswagen. Aber wie ihr schon sagt, die Kloster ist halt richtig, richtig stark, vor allem wenn die Nummern noch klein sind. Oh, Unique Tech Skirms. Ja, das wäre natürlich auch geil eigentlich. Also Skirms generell sind ja ganz, ganz gut gegen Warwagons. Aber mit der, wie heißt die Tech? Hulche? Hulche? Ja. Ja. Oh, und Edgar findet jetzt hier vielleicht. Muss mal leise sein, wenn er jetzt das Stein findet. Chibi hat schon mitbekommen, dass Edgar auf dem Weg da unten ist und Edgar geht aber nach oben. Geht Richtung Warwagons. Mein Chibi kann mit der Woodline halt einfach auf die andere Seite des Castles umziehen und gut ist. Hat Chibi schon Bot gehen? Nein, hat er noch nicht. Ich würde von Chibi noch gerne ein drittes TC an dem Gold vorne sehen. An dem Main Gold sozusagen. Ist natürlich immer schwierig, wenn man so stark hinten war, dann noch zu boomen oder so, aber irgendwas muss er ja machen. Edgar jetzt mit einem Will vorne. Soll er eine Forward Monastery kommen? Er hat schon zwei zu Hause gebaut. Auch eigentlich keine Forward. Nee, Also, eigentlich nicht. Irgendwas einfach schießt halt doch wieder hier. Blooms raiden und dann die Monastery, die Achso, er schießt Monster einen zum Plumed Lassen. Archer auf die Häuser. Oh mein Gott, das nervt. Sorry, was mit den Häusern? Häuser? Was? Achso, nee, Entschuldigung. Alles gut. Er will mit den Plumes raiden und mit den Monks zu Hause bleiben. Das hast du gesagt, ne? Genau, Ja, ja. ja, ja, Oh. Ich habe nur währenddessen gleichzeitig irgendwas mit Häusern gesagt. Deswegen habe ich gesagt, du hast auch was mit Häusern gesagt. Da habe ich gewundert. Okay. Also, es sieht bisher sehr, sehr gut aus für Edgar. Er hat 20, fast 20 Dorfbewohner mehr. Er hat mehr als doppelte Armee. Er hat auch eine Armee, sag ich mal, die ganz gut gegen die Armee ist, die der Gegner baut. Also vor allen Dingen die Mönche halt. Jetzt kommt natürlich der Seed Shop dazu von Shibi. Ja, wir haben keine Redemption. Kein Redemption, genau. Und ich meine, da braucht man schon Sanctity für die Mönche, dass die gegen die Steine auf dem Kopf, dass sie das auch aushalten. Was mir noch gut gefallen würde von Shibi, wäre halt Botkin Arrow, einfach für mehr Damage und mehr Range. Auch besser gegen die Mönche dann natürlich. Und jetzt kommen die Mönche dazu. Drei Stück. Keine Bekehrung. Die erste Mange kommt. Und Shibi kann eine neue Castle droppen. Ja. Stein wäre da. Edgar float etwas Wood. Nur 1000. Geht. Kasernen-Switch jetzt. Eagles. Da ist eigentlich glücklich. Aber ist halt zum Raiden vielleicht gar nicht so bad. Ja, aber hätte auch nach, also muss er jetzt eigentlich nicht vor im Klick machen. Das stimmt. Also, da soll die Forward-Kasse jetzt kommen, dann kommen die Wills. Oh, und die Und Wills dann. laufen in die Plumed Archer rein. Ja, aber Just dieses. passing, okay. Aber wo, Die da, dort soll die Castle kommen, okay. Castle ist cocky. Das ist Weil das ist halt Win or Lose It, so. eine Also. Castle, die man platziert, wenn man eigentlich das, also wenn man denkt, das Spiel ist eh over. Und jetzt gewinne ich es halt. Die Castle ist wirklich Win It or Lose It. Also Ja. das.
Wenn die Castle hochgeht, ist die richtig teuer für Edgar. Ja, Die auf tut jeden Fall, richtig auf weh jeden Fall. dann. Er sieht es jetzt, die Wills sind da, Wagons sind da. Wo sind die Mönche? Die gehen Kriegt Richtung. der Nice Shot auf den Blumen. Kriegt der Shot? Guckt, passt Chibi auf, passt Chibi auf, passt Chibi auf. Nein, Norm nein, Patrol, doch, doch! oh! Oh! Guter Shot und da kommt noch Guter Shot. einer. Und kriegt er jetzt noch einen Minimum zweiten? Range ist weniger bei. Oh, Chibi. Noch ein? Ja, doch. Kann ich ja noch einen Einen machen? kriegt Ja, er noch ja, raus. ja, ja. Ja. Oh, etwas zu früh geschossen. Wenn der etwas später. Aber trotzdem. Aber Die trotzdem, haben richtig, richtig gut. 170 HP, 12 Units. Das ist nicht so viel. Die Kasse geht hoch damit Kasse und geht hoch, Chibi hier aber. jetzt doch noch mal am Drücker. Immer noch kein Also Bot ego-technisch halt komplett dead, aber es ist so ein bisschen wie Holzi gegen Demon. Da war Holzi auch dead, aber konnte halt einfach durch den Druck, den er durch die Castles und Warwings Ja. bekommen gemacht hat, noch das ausgleichen. Das könnten wir hier so ähnlich sehen einfach. Tja, Laka, Edgar hat ein Game Das hier jetzt. verloren. Und Game. Also, das könnte die zweite Niederlage sein. Wobei, er hat eigentlich genügend Mönche. Ja, er ist halt immer noch, also er Super weit ist auf vorne, Doom, ja. auf Ein Doom, Warwagon hat er jetzt bekommen. Es ist nur einer. Und jetzt nimmt er einfach rotzfrech, nimmt er das Gold jetzt da vorne. Rotzfrech. Er braucht jetzt eigentlich, also er müsste, also kann er muss sich. jetzt, wenn dann direkt weitermachen mit der nächsten Castle. Und Kann er nächste, sich also er gleich sollte nicht kaufen? impfen, sondern einfach sich durchcasteln, dass Ja. er der Gegner nicht mehr aufs Auf nichts mehr Gold kommt. kommt. Ja. Aber Edgar hat halt noch ein sehr, sehr schönes Gold, muss man sagen. Rechts hinten Rechts in der hinten hat er Base das hat er aber schon. nicht gescoutet. Hat er nicht gesehen, nee. Das ist aber ein wichtiges Gold eigentlich so. Das ist Super für ihn super wichtig. Das ist huge. ja quasi auch das Main Gold auf der Seite. Ich glaube, es gibt in jeder. Müsste 4 Main-Gold-Spots geben, ne? Genau, ja. Ah, immer noch kein Bot können wir jetzt im Moment für Schilde zu Wäre kriegen, wichtig. aber Edgar geht jetzt Richtung Imp. Also ich meine, das ist halt ein Bringt es guter viel zu Move, uns? um es zurückzukommen, aber es war halt trotzdem aber schon der Unterschied. Wäre der Unterschied noch nicht so groß gewesen, wäre es, glaube ich, tödlicher gewesen, als es jetzt ist. Na, jetzt ist halt Edgar immer noch Botgame wäre so halt wichtig gewesen, um allein um die Mönche zu snipen, mal. Und ja, Castle, wie gesagt, kann er bauen, wenn er möchte. Edgar on the way up to Imp. Ja, Gebäude hat er nicht vergessen, er hat ja auch eine Castle, also von daher sowieso Quatsch. Chibi hat, glaube ich, Botkin einfach vergessen. Also. Ich glaube, will Chibi auch eben gehen oder was? Nein. Okay. Nicht, Nee, aber weil er gerade beim Markt rum. Ah, ich glaube, der kauft Holz oder so, weil die Wanks so teuer sind. Hat jetzt eine Uni gebaut. Okay, will Ballistik. Weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Botkin wäre mir erstmal Die wichtiger in Blooms dem können jetzt halt Moment. wehtun, muss man sagen. Die loopen jetzt hier oben rum, aber die sind ja nicht mehr, also die sind ja fast Ja, aber tot, du ne? hast halt nicht wirklich viel Units zu Hause. Das So. nämlich gar keiner. Das stimmt, ja. Tatsächlich. Jetzt erstmal hier Raids. Aber Edgar, wenn der jetzt ein paar Wills verliert, dann ist das halt so, ne? Also sollte er halt das, glaube ich, hinnehmen und auf Imp warten. Sollte jetzt nicht mit den Eagles. Oder? Ach, weiß er nicht. Was weiß ich schon? Was machen jetzt die Wills von Edgar? Was wird das? Hi. Also, keine Ahnung. Ach, die wollen ein TC bauen. Das Aber mit welchem Stein denn? okay, ja, die Kasse macht nichts. So. Ne, die macht Ich meine, er nichts. kann sie nicht viel tiefer setzen, aber die muss er halt, also die muss er halt irgendwo an ein Gold oder so ans nächste Gold Irgendwo in setzen. the face. Die Plumes sind jetzt wieder Weil weg. Edgar hat immer noch kein Gold. Also wenn er die halt, sag ich mal, an das andere Gold setzt oder halt da, wo jetzt die Blumen so, also neben die Mühle zum Beispiel, da hätte er sie forcen müssen. Ja, Edgar sucht übrigens auch mit einer Gruppe Villager, 9 Mann sind das im Süden Gold. Findet nichts. Findet nichts. Jetzt hat er einen Goldspot gefunden, aber der Im Westen haben Goldspot wir es jetzt haben. gefunden. Bitte? Im Westen haben wir jetzt eigentlich gefunden, aber Da das sind sind auch Warwings, die Wagons, genau, richtig. Oh, schöner Schritt auf die Oh! Monks. Ja, das war ein guter Shot, aber leider die Mange jetzt down. Ein Monk geht noch mit drauf. Imp für Chibi braucht Edgar. bräuchte halt jetzt mal noch die anderen Minions. Die brauchen ja tatsächlich die wichtige Fight jetzt. Aber Und Chibi Botkin. nimmt jetzt noch einen guten Fight vor Imp, muss man sagen. Und Also vor den Edgar fällt Imp-Upgrades. behind. Also Edgar fällt behind in Wills. Das Er will stimmt, halt den ne? kompletten Goldspot da unten, muss jetzt wieder abziehen. Verliert hat jetzt auch die komplette Army eigentlich verloren, hat keine Army mehr. Hat kaum Goldzugang. Das könnte nochmal echt spannend werden. Chibi braucht Botkin Damn Arrow. Wie gesagt, also Chibi hätte, wenn jetzt die Castle halt weiter vorne ist, also da an der Woodline, Oh dann wird Gott, das richtig, die richtig Wild wehtun. sterben alle. Chibi tradet wahrscheinlich so 3 Wagons oder so. Chibi geht jetzt auch in, dann. Na, das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Na, für Traps Er vielleicht kann nicht. er gerade schon, also kann er ja gerade schon, er hat ja gerade Damage gemacht, so gerade, also. Ja, das stimmt. Er Weil macht es viel vielleicht. Damage. Er hat mehr Wills jetzt als Edgar. Edgar mit hart Problemen.
Also Shibi nutzt hier seine Map-Controller richtig gut aus. Die Castles werden jetzt angegriffen. Aber ganz ehrlich, da schickst du halt die Mangen hin. Und dann ist der Trap weg, weil den beschützt ja gerade gar nichts so richtig. Haben die Shots auf die Monks sind dead. Alle Monks. Alle Jetzt fällt Monks sind eigentlich dead. nichts mehr, die Warmings auch da die Eco abzuräumen, aber Nee. Shibi will anscheinend Wir haben nur nicht. 4 Eagles. Ich glaube, er will eher die Traps clearen gerade. Ja, aber da braucht halt nicht alle Warbe. Nee, Also. vor allem dauert das auch ewig mit den Wagons. Ich glaube, da wäre es einfach besser, die Mangen halt hinzuschicken und gut ist. Ja, genau. Und dann, also mit den Warbings hin, aber oben halt 3, 4 Warbings im Raiden, da geht er jetzt auch hin. Und Edgar, also der Start war gut für Edgar, aber jetzt hier Titanic, Edgar Shibi, am Start. Dead Guy, ja, genau. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen. Gut, dass du der Erste bist. Shibi jetzt hier mit 7 Warwings. Drück Stopp, Junge. Einfach ballern. So. Er ruft ein bisschen sehr weit durch. Jetzt Ja. kommen da die Eagles. Aber Eagles nur mit plus 2. Es sind halt Castle Edge Eagles. Und Castle Edge Eagles sind jetzt auch nicht so geil gegen Warwings. Erste Castle ist down, ist natürlich sehr, sehr Kriegt er jetzt ein paar schlecht. Grounded? Nee, also. Ja, die Mangen hätte man ein bisschen effizienter nutzen können. Ein Trap wenigstens down, ja, und will noch mit weg. Shibi muss jetzt gucken, dass er nicht zu viel verliert, einfach, dass er die Masse da hat, dass er Bodkin Arrow dann in den Imp klicken kann. dass den Power Spike, den Castle Edge Power Edgar kaum Spike noch will, kann. also Edgar, dass Edgar hat kein Skirm-Tag, wundert mich, weil er hat genug Eco für Skirm. Er hat, meinst du, 2.500 Wood und. Ich meine, er hat keine Wills mehr, die darauf arbeiten, aber er hat es halt noch in der Ja, Bank. er hat es in So. der Bank, genau, richtig. Und jetzt hat immer weniger Wills. Die 2 Wagons verfolgen auch Weil er hat die langsam schon eine Menge Eagles und da 15 muss Shibby jetzt Villager. aufpassen, dass er nicht. Er geht auf den Trap, okay, er passt auch. Er muss halt gucken, dass er nicht zu viel wastet, das ist echt wichtig. Genau. Edgar meint auch Stein hier unten bei Shibby in der Base. Da könnte man an Shibbys Stelle auch mal was gegen tun, finde ich. Edgar verliert die nächsten 20 Weil Wills. er sieht das. Und genau, die nächsten Wills sind dead. Kein Ballistik auf den Wagons, kein Botkin. Nur das Ja, das ist zweite aber Death jetzt Up. nicht so wichtig. Die Wills können halt trotzdem nicht. Also. Und die Eagles sterben auch gegen die Wagons. Das hätte ohne Botkin. Stell dir mal vor, wir hätten Botkin. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen schneller gehen. Das sieht gut aus für Shibi jetzt, tatsächlich. Chibi, also hier mit dem Comeback des Jahres. Edgar Ich hat glaube, das also eingewollte Gold Edgar gefunden. das eigene Gold gefunden, aber Chibi da auch schon auf dem Weg. Also, er läuft halt immer ein bisschen sehr weit mit seinen Warwings, aber. Er klickt den, glaube ich, so in die Richtung erstmal und dann guckt er danach Ja, wieder aber hin. also. Also. Aber die nächste Ich Castle meine, ist das down sollte für er ja Shibi. sehen. So, das ist Die ja geht das die Ding. Er down. sollte Das ist auf der Trap er auf dem sollte auch da Hill. oben mal jetzt wieder seine Menge Warwings da oben nutzen GG. und GG. Das Comeback 2-1. des. Wow. Holy shit! Uiuiuiuiuiui. GG. Shibi, Alter. Wow. Nachdem er 4 Wills verloren hat. Und Idletime hatte nochmal für nochmal 4 Wills. Also er war 8 Wills hinten. Ist er jetzt 2-1 vorne und holt den Sieg in Gruppe E. Platz 1. Also das war wie gesagt, was ich meinte. Diese Castle ist halt entweder win it Ja. or lose it. Und die ging halt ab und damit hat halt Edgar 2 TC straight up verloren. Und Shibi holt hier noch Hol den Sieg. 2-1. Den Gut, Gotteslästerung, also schreibt da schon muss man echt jemand. sagen, Körbel. gutes Comeback. Aber krass, Frau Rosenkohl hat abgestaubt. Ist, glaube ich, die Freundin oder so von Benito. Glückwunsch dazu. Hab vor 5 Minuten reingeschaut und da war es over. Oh mein Gott, Chibi, ja, das schreibst du zurecht, würde ich sagen. Also, wir können ja mal den. Wo ist denn das bei Society? Wie viel Wills man hat da? Gibt es da nicht so einen Graph wie bei Military? Den gibt es nicht, ne? Nee, Mist. Ja, aber Chibi mit 75 Wills insgesamt, die hat er jetzt am Ende auch gehabt. Edgar hat insgesamt 106 gebaut. Hat jetzt noch hat jetzt nur noch 55 zum Schluss. Das war ziemlich Titanic mit den Boars. Meinst du, Chibi? Meinst du? Eieieiei. Meinst du, Schimmel? Ja, kann man ja mal fragen. Also hier sehen wir World Pop, Militär Population und hier war der Turning Point und Edgar kam dann nicht mehr auf Militär. Ich sehe mich schon jede Runde die Map spielen. Okay. Da würde ich dann das mit dem Will blocken und so, würde ich nochmal gucken. Vielleicht mal Loom probieren. Dann lieber ein Will hinten sein, als 4 verlieren. Das ist, glaube ich, eine gute Regel, oder, Dobby? Das kann man immer. Kann man sich auf der Hand schreiben. Und ja, 1, nee, Entschuldigung, 1 zu 2, 2 zu 1, wie auch immer, aus welcher Sicht man das sieht. Du dachtest, du hast geklickt. Ah, okay, alles klar. Genau, okay.
Fürs nächste Mal mit Koreans vielleicht auch mal Botkin Arrow. Das ist auch immer gern gesehen. APM haben wir nicht den Tab. Okay. Das heißt, dass er die erste Runde ist in the books.